Wer ist da? Wer betritt diese alten... Seit vielen hundert Jahren, seit dieser Ort verschlossen wurde, seid ihr der erste Besucher hier. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass je jemand seinen Weg hierher findet. Ich bin der Hochbibliothekar von Burg Dresan. Mir wurde aufgetragen, unseren größten Schatz zu hüten. Die zusammengetragenen Annalen aus den Anfangstagen von Hochfels. Seid vorsichtig mit diesen Büchern. Sie sind in tadellosem Zustand. In der Tat. Unser Schutzpatron ist Hermeus Mora, der Wahrsager der Himmel und der, der über die Gezeiten des Schicksals bestimmt. Diese Schätze lagen viel zu lange hier verborgen. Das Horten von Wissen ist noch schlimmer als das Horten von Gold. So hat es zumindest unser Schutzpatron bestimmt. Nehmt diesen Index. Er enthält die Namen aller Bücher und Schriftrollen, die in der Burg zu finden sind. Ihr müsst den Dresan-Index jemandem geben, der damit etwas anfangen kann. Einem Gelehrten der Magie zum Beispiel. Wie eine gesittete Person könnt ihr einfach durch die Tür auf der anderen Seite des Gewölbes gehen. Ihr braucht nicht wieder den Brunnen zu benutzen. Der Schutzzauber auf dem Tor wurde gebrochen, die Tür wird sich nun öffnen. Ihr seid zurückgekehrt. Was habt ihr gefunden? Juwelen? Elfenbein? Gold? Was? Es gibt keinen sagenhaften Schatz? Es gibt kein Gold? Ich habe für einen Haufen verschimmelter Bücher mein Leben gelassen? Ach, welch grausames Schicksal! Ich wünschte, ich hätte vorher ein Buch gehabt, das mir verraten hätte, was man in dieser dummen alten Burg findet. Ich hatte vor, nach der Bergung der Schätze meine Freundin Valinwe in Altfelden zu treffen. Sie ist bei der Magiergilde. Ich denke, ihr könntet ihr erzählen, was ihr gefunden habt. Und ihr davon berichten, was mir zugestoßen ist. In der Tat, ich weiß, dass sie an eurer Entdeckung interessiert sein wird. Auf sie übten staubige alte Bücher auch schon immer eine größere Anziehung aus als Gold oder Juwelen. Ach ja, ich glaube, es wird Zeit für mich weiterzuziehen. Lebt wohl.
Jetzt mal ganz. Seid auf der Hut. Der Großteil des Gesindels von Kamlon hat sich auf den Docks versammelt. Meine Verzauberungen sind besser als alle anderen hier in der Stadt. Natürlich hat diese Qualität ihren Preis. Aber vertraut mir, das ist es wert. Bei die Bellas seidigen Hosen. Schaut euch die Bücher auf dieser Liste an. So etwas gab es ja noch nie. Wo hat Richard das gefunden? Was für eine bemerkenswerte Entdeckung. Sein Geist? Ah, Richard. Ich wusste, dass ihr eines Tages auf der Jagd nach euren geliebten Schätzen den Tod finden würdet. Ich habe so viele Abende damit verbracht, den Geschichten von seinen Abenteuern zu lauschen. Ich werde ihn sehr vermissen. Der Dresan-Index? Bemerkenswert. Ich bin traurig, dass Richard sterben musste. Aber das Wissen aus der Burg könnte für unsere Gelehrten von unschätzbarem Wert sein. Vielen Dank dafür. Und hier, nehmt dies für eure Mühen. Was für ein außergewöhnlicher Fund. Ich bezweifle, dass Richard seinen Wert zu schätzen wusste. Er suchte Schätze, nicht Wissen. Ich werde dafür sorgen, dass der Dresan-Index in die richtigen Hände gelangt.